Grüß euch Leute, taut wieder her, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es, wie ihr seht, um das OPE Offline Regionals, was dieses Wochenende in Liverpool verlief. Ich habe leider nur Zeit gehabt für den Top-Cut-Stream, aber da waren wirklich sehr schöne, spannende Spiele dabei. Was ich so mitgekriegt habe, war ein bisschen Chaos am Swiss-Tag. Da waren anscheinend zwei Featured-Matches ausgefallen und sehr viel Wartezeit, weil die Spiele sehr schnell waren angeblich. Aber ich habe für euch den Top 32. Also es waren, lass mich kurz nachschauen. Es waren knapp 630 Teilnehmer, also das heißt 10 Runden Swiss. Dementsprechend haben wir hier einen Top 32 Cut. Und der stellt sich aus folgenden Decks zusammen. Da hatten wir 7 Green Purple Dolphy, 7 Eustace Kit, also SC02 Kits, 6 Rot-Purple Law, 5 Katakuris, 2 Rot-Grüne Laws, 2 Red-Purple Ruffies, also ST10 auch sehr stark vertreten, einen Blue Croc, eine Rebecca und ein Queen. Wobei ich sagen muss, Rebecca war zu 0 nach Swiss, also ging 10 zu 0. Und ich will aber jetzt nur auf die Top 16 Decklisten eingehen, weil 32 Decklisten sprengt einfach das Video. Und ich muss auch schon mal euch vorwarnen, die Red Purple Laws haben wirklich sehr dominiert die Top 16. Ich glaube, 5 Red Purple Laws waren dann in den Top 16. Wirklich also krass, krass. Also wir gehen mal in die Decklisten. Dann habe ich mal zwei Honorable Mention. Einmal den ärmsten Kuro-Spieler des ganzen Events. Hier haben wir eine Kuro-Liste, die 33. wurde. Also der undankbarste Platz. Aber da hat er leider wahrscheinlich der Lose in Runde 1 wahrscheinlich den Tiebreaker komplett verhaut. Aber trotzdem noch Wahnsinnsleistung, hier auf Platz 33 hochzuspülen. GG auf jeden Fall. Und was auch noch ist, von einem Kollegen aus Österreich, der hat mit dieser Kit-Liste in die Top 32 geschafft, also Dax, dir gratuliere dafür, ist ein Salzburger, war mir bis jetzt, persönlich kenne ich ihn nicht und die haben leider keinen Kontakt über die WhatsApp-Gruppen, also Dax, wenn du das Video siehst oder eure Kumpels aus Salzburg, schaut gerne unten in die Videobeschreibung, wir haben dafür eine österreichische Community, versuchen halt die österreichische One Piece Community zu verconnecten, also kommt gerne in die Austrian One Piece Gruppe. Und deswegen Honorable Mention, weil das mal keine Filmkit-Liste ist, weil der Rest war alles Filmkit-Listen. Und ja, deswegen hier noch eine kurze Honorable Mention an Dax. Fangen wir gleich direkt an mit der Siegerliste. Juanis Red Purple Ruffy Liste. Und er hat im Finale gegen Red Purple Law gespielt. Ja, und muss ich echt sagen, sehr, sehr spannendes Match, also freut euch drauf, wenn die Runden kommen. Und hier bei der Ruffy-Liste sehr interessant auf jeden Fall, dass er hier Wire spielt. Ich verstehe den Guess, du kannst ja gern sehr gut durch dein Deck durchfiltern. Als Duke Counters hat er Otama, Sanji, Sasaki. Dann nur 2 von den Blocker Laws, 4 Queens. Interessanterweise, was auch sehr interessant ist, Tatch und Bullet, sehr interessant. Basil Hawkins hat sich hier entschieden zum Rampen, genauso wie die Lead Performer Disaster. Haben, glaube ich, sehr viele dieses Wochenende gespielt. Und beim Top End Name Bullet hat er noch einen Newgate natürlich auf 1 und 4 Rush Ruffies. Immer ein bisschen andere Liste, also da habe ich mich inspirieren lassen von Amerika mit einer Turn 1 Liste, aber da möchte ich nicht noch zu viel verraten, da wir erstmal im Local testen und eventuell beim Case Tournament. Deswegen will ich da nicht zu viel verraten. Aber Keykarten hier in dieser Liste auf jeden Fall ist Ramp über Lead Performer Disaster oder über Basil Hawkins aus dem Live oder Jeanbird natürlich. Kann man auch sehr gut rampen, damit ihr dann on curve natürlich Kit und euer Top End ausspielen könnt. Vor allem Kit ist sehr stark, wenn der Sticky bleibt auf dem Board. Und wenn 2 am Board liegen, ist sowieso vorbei. In Kombination mit Newgate. Also ihr greift sie beiden an. Und euer Leader ist einfach bis zum nächsten Turn, wenn ein Newgate gelegt wird, ein 10-Cost-Leader. Also unmöglich, dass der attacked wird. Ja, Johnny, nochmals ein GG an Platz 1.
Und wir gehen zur nächsten Liste. Da haben wir Flash Red Purple Laws Liste aus Frankreich. Und er und sein Kumpel haben kreiert die Liste. Habe ich aus einem Interview erfahren. Und sein Freund ist leider Fünfter geworden. Also wir haben auf Platz 5 dann genau die identische Liste. Deswegen wir da danach nicht mehr so viel drauf eingehen. Eine sehr Aggro-Liste auf jeden Fall. Also Full Swing. Let's go. Sehr, sehr, wie sie es jetzt, sehr, sehr viele 4Ks natürlich. Dann natürlich hier die Ulti Page 1 Combo natürlich. Die Gordons auf 4. Dann natürlich Law auf 4 und Ottoman auf 4. Das sind eure Ressourcen, dass ihr die On-Play die Power reduziert. Dann haben wir nur 2 Brook für On-Attack. Nur einen Roundtable. Ich habe vergessen, bei den On-Play natürlich den 5-Cost-Zorro 4-mal aus Opener 4. Auch sehr interessant. Und hat auf jeden Fall hat diese Liste sehr gut funktioniert. Aber wie gesagt, hier Flash ist zum Beispiel 2. geworden und sein Freund Track ist 5. geworden. Also GG, Jungs, für euren Brew. Ich wette, den werden sie sehr viel netdecken auf jeden Fall. Sehr interessante Liste. Auf Platz 3 haben wir Leo from Korea mit seiner Rebecca-Liste. Und bitte judge mir jetzt nicht dafür. Angeblich ist es der Leo, der Rebecca-Spieler, was in Utrecht auch zu Null gegangen ist nach Swiss. Und ich glaube, er wurde dort auch 2. Diesmal auf dem 3. Platz. Und ja, sehr interessant auf jeden Fall, dass er hier Red Rock spielt. Und auch eine Barrier und ein Hyrodin. Also ich glaube, Hyrodin hat er auch hauptsächlich gegen Katakuri wahrscheinlich drinnen. Kann ich mir vorstellen. Ansonsten schaut mir das Ganze nach so einer soliden Rebecca-Liste aus, muss ich sagen. Ich kann nicht zu viel dazu sagen, ich bin kein Rebecca-Main. Aber nochmals GG zur Platzierung. Auf Platz 4 haben wir den ersten Green Purple Doffy und zwar John Lux. Eine Doffy-Liste. Und hier merkt man schon ein bisschen, dass es ein bisschen umgebaut worden ist auf die neue Bann-Liste. Hier ganz was auch interessant ist, das haben sehr viele, fast nur die Italiener gemacht. Also ich glaube, bis auf einen Italiener hat das jeder gehabt, dass die 8-Cost-Kit mindestens 2-mal, wenn nicht sogar 3-mal in ihrer Listen drinnen gehabt haben. Sehr interessant. Den 9er Kaido auch interessant, dass der jetzt drinnen ist. Und das Onigiri auch. Interesting auf jeden Fall. Wahrscheinlich hauptsächlich auch wegen dem Trigger, dass ihr einen 3-Cost runterspringen könnt, weil jetzt sind natürlich wieder Lysops und Baccarat drinnen. Lasst sich auch wunderbar kombinieren mit Brook. Also Brook ist jetzt zum Beispiel wieder drinnen, dann Baccarat und Lysop sind drinnen, weil man nicht mehr so, eigentlich rechnet man nicht mehr mit einem 6K-Leader, aber hey, hallo, hier Ibims Rapper, Red Purple Ruffy, also SD10. Ich bin wieder ein 6K-Leader. Also viele haben jetzt ein bisschen umgebaut um gegen Katakuri wahrscheinlich zu techen. Dementsprechend sind hier die Karten hier drinnen, was auch sehr, sehr viel Value normalerweise bringt dafür. Und ja, ansonsten noch bei den Events auch nochmal 4 Barquas, nur 3 Spiderweb und 2 Gibson. An sich sehr interessante Liste auf jeden Fall. GG nochmal zur Platzierung. Und wie schon vorher angekündigt, hier auf Platz 5 haben wir auch Track aus Frankreich, der Kumpel von Flash. Und wie gesagt, identische Liste wie Platz 2. Brauche ich nicht mehr viel sagen, als wie Gratulation zur Platzierung. Hier auf Platz 6 haben wir den bestplatzierten Deutschen des Events. Maximilian mit seiner Red Green Law Liste. Auch sehr eine Whitebeard. Ja, Whitebeard Supernova Liste mit Momonosuke drinnen, um ISOs zu searchen. Das ist auch ganz interessant, weil man kann nämlich mit Momo, beide ISOs searchen. Sehr interessante Tech auf jeden Fall, aber das ist der einzige Grund, warum der drinnen ist. Oder halt als Wonke-Counter. Interessanter Bild auf jeden Fall. Eben jetzt da in der Zwischenmeter. Interessanter Guess. Und nochmals Gratulation. Platz 7 haben wir wieder den nächsten Red Purple Law und zwar hier Andres Liste aus Spanien. Hier auch ähnlich wie die beiden Franzosen. Nur spielt mehr Roundtable, spielt ein Sanji als 2K-Counter und spielt hier zum Beispiel Ayn zum Rampen. Auch sehr interessant. Und ansonsten
sehe noch Khalifa als Duke-Counter hier drinnen. Sehr interessante Tech auf jeden Fall. Gratulation zur Platzierung. Auf Platz 8 haben wir den zweiten Red-Purple Ruffy. Eines Takis Red-Purple Ruffy-Liste. So. Hier interessant hat er hier im Top-End einen 9-Cost Kaido, Newgate und 4 Shanks anstatt den Ruffys. Sehr interessant auf jeden Fall. Dann natürlich Captain Kid. Dann auch die Lead Performer Disaster, interessanterweise. Ein Guard Point, ein Radical Beam, 3 Blast Breath und zweimal die Gatling. Mr. Orsande zum Rampen. Pauly zum Rampen. Wobei Pauly ist, glaube ich, ein bisschen zu teuer in dem Deck. Wenn ich ehrlich bin, 4-mal Queen. Basil Hawkins auch, um aus dem Trigger zu rampen. Khalifa, Sasaki, Wire, Fossa und Otomano. Also nochmal GG zur Gratulierung, zur Platzierung. Und da wären wir wieder bei der nächsten Red-Purple-Liste Chillins. Red-Purple-Liste aus Großbritannien, Kompa. Hier ein bisschen Film rein, mehr mit reingemischt. Den Guess hat ein Kollege von mir auch gehabt aus den Locals. Ein bisschen Film-Engine reinbringen mit Buena Vista als Searcher. Dann auch Ottomar als Blocker zum Beispiel. Interessant, aber was ihr nicht vergessen dürft, Gordon und The Law sind auch Filmkarten. Dementsprechend kann der Buena Vista auch finden. Und er hat noch Ruffy und Bins noch mit reingeben als Six-Case Attacker. Auch sehr interessanter Guess auf jeden Fall. Aber da ist, glaube ich, die Ulti-Page-One-Combo, glaube ich, schneller als wie die hier. Aber trotzdem, GG zur Platzierung. Auf Platz 10 haben wir den Queen, Jordans Queen-Liste. Sehr solide Queen-Liste auf jeden Fall. Hier ein bisschen rumgespielt mit den Ratios von den Block, von den 2K-Countern, also hier 2 Kaias, 2 Sasakis und hier 4-mal Badgie. Im Top-End 4-mal Mihawk, 4-mal Yamato, 3-mal Katakuri und 3 Sogekings, 3-mal Gum Gum Rain, 3 3K Words und 4 Red Rocks. Und dann nochmal natürlich Sanji, Brûlé, Aboa, Doffy als Blocker. Er hat halt leider das Pech gehabt, dass er gegen einen Red Purple Law ran musste, dann in der zweiten Runde. Dementsprechend ist es wirklich ein sehr schwieriges Matchup. Und natürlich wurden auch ein bisschen ein paar Fehler gemacht. Also ihr könnt das Spiel dann auch sehen. Also, das wurde auch als Featured Match gespielt. Es ist halt wirklich, das Problem ist halt, eure Low Blocker könnt ihr ja fast nicht rausbringen. Und euer Sanji oder euer Doffy wird sofort Power reduziert und sofort Bottom deckt. Also die immense Aggro, das Aggro, was die Red Purple Laws aufbauen können, da kommt Queen nicht mit. Also da verstehe ich, aber trotzdem immer noch ein GG zum Top Cut. Da haben wir den einzigen Katakuri in den Top 16. Fortnite Meister aus Deutschland ist ein Nickname. Solide Liste auf jeden Fall, spielt hier mit viermal den Tuka, okay, Sanji wieder. Also Sanji, Badgie, Amande als Tuka-Counter. Kein Streusen in dem Fall. Cracker, also spielt auch mit 4 Crackern. 4-mal Shirahoshi, 4-mal Sanji. 3 Thunderbolts, 4 Randolph, 3 Perospero, 2 7-Cost-Mamas. 2 Katakuris und 4-mal die Tankost, was natürlich Standard ist. Hier ein bisschen die Ratios kann man wechseln, halt immer ein bisschen wieder. Wie auch hier, manche spielen 3, manche spielen 4 Thunderbolts. Auf jeden Fall GG zum Top 16 Platzierung. Und dann haben wir Dudes Collections Red Purple Law Liste. Hier auch ein wilder Mix. Wir haben hier einen einzelnen Buena Vista. Dann ein paar Finn Character. 2 Ace, das ist viel zu viel. Selbst einer ist mir mittlerweile schon zu viel, muss ich ehrlich sagen. 4-mal Miss All Sunday. Ganz wilde Liste. Dann hier auch die 5 Cost Zoros. Dann bei den Events auch 2 Roundtable, ein Guardpoint und ein Radical Beam. Also ganz komisch, also sehr mid-range das Ganze. Oder Late Game. Ganz komische Liste. Also
Ich glaube, Red Purple Law sollte man aktuell noch mehr auf Akku spielen, solange die Leute nicht wissen, wie man dagegen spielt. Aber auch sehr interessanter Guess von dem her. Und nochmal GG. Als nächstes haben wir auf Platz 13 Francescos Green Purple Law Liste. Das ist schon mehr so eine standardmäßige Law Liste, muss ich sagen. Mit Gildesoro und Tenkostofi im High-End, natürlich auch viermal die Ruffies. Also ich glaube, das ist auch wirklich die einzige italienische Green Purple Liste, was halt hier im Top Cut war. Ansonsten hier natürlich ist jetzt auch hier Brook dazukommen und die Lysops, damit die beiden kombinieren können, neben den Namis. Dann noch Sugar natürlich. Ich glaube, das hatten wir vorher auch nicht bei der anderen Folge. Haben wir Sugar gehabt in der anderen Liste? Egal. Bei den Events 4 Bank Gibson, 4 Spiderweb und 3 Bagua. Nochmals GG zur Platzierung. Da hätten wir auf Platz 14 Made TCGs, Red Pepper Law Liste aus Italien. Und hier auch, ja, interessant auf jeden Fall die Hydra. Sehr interessant. Dann hier wird auch mit Ain gerampt. Mit Wire wird hier ein bisschen durchgefiltert. Heat finde ich als super Karte hier in dieser Liste auf jeden Fall. Auch hier mit viermal Gordons, 4 Sanches auf jeden Fall als 2G-Counter hier. Auch sehr interessant. Also hier wird insgesamt mit 12 2G-Counter gearbeitet. Und dreimal den 5-Cost Zorro. Ich wollte gerade sagen, dafür keine die Laws fallen hier, weil haben wir fast gedacht. Aber die sind ja hier. War nur ein bisschen blind, weil die Auflistung ein bisschen komisch ist. Aufteilung halt von den Karten. Und nochmals GG zur Platzierung. Und zu guter Letzt haben wir noch 2 Kit-Listen. Einmal von Galufo auf Platz 15, Filmkit. Hier interessanterweise auch mit Frankies dabei. Frankies X-Drake, auch hier 8-Cost-Kits dabei. Und auch ein Onigiri, sehr interessant, den Tech mit der Onigiri. Vermutlich um Lysop oder Killer runterzuspielen. Onigiri spielt nur Vanilla. Also wirklich, ist wirklich nur für Lysop runterspielen von der Hand. Ja, GG zu Platz 15 und auf Platz 16 haben wir noch die zweite Filmliste, was in den Top 16 geschafft hat. Pierre R. aus Spanien, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, seine Liste. Auch hier 2 Kit Frankies auf jeden Fall. Nur 3 Punk Gibson hier in dem Fall als Events. Ansonsten. Ja, Lysop als Filmcharakter, um eben mit Brook zu synergieren. Chopper, Apu, Iso, sehr viele 2G-Counter, muss ich sagen. Also 11 2G-Counter ist schon sehr viel. Und dafür nur 3 Toffees. Sehr interessant auf jeden Fall. Hat für eine Top 16 Platzierung gereicht. Von daher GG zur Platzierung. Und wie gesagt, das waren soweit die Top 16 Listen. Falls ihr die weiteren Listen euch anschauen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zum Event. Und da findet ihr auch die restlichen Decklisten vom Limitless. Da das Ganze auf Limited ist, ist es sehr gut einsichtbar. Dann sage ich noch, bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, nächste Woche, dieses Wochenende wieder beim Spanien-Event. Also das nächste Mal wieder in Spanien ein Event beim Top-Cut-Stream. Weil am Samstag, den Swiss-Tag, bin ich in Wien im Spielraum. Beim Case-Tournament. Also falls ihr dort auch mitmachen wollt, schaut gerne auch beim Spielraum vorbei. Kami würde sich sicher freuen, wenn sie hier vorbeikommt und wir können uns dort auch mal Hallo sagen. Also, für alle, was wir beim Spielraum sehen, wir sehen uns dort und den Rest, hoffentlich sehen wir uns dann im Top-Cut-Stream. Bis dahin, ciao!